Also wir sind hier auf der kinderchirurgischen Station, wo quasi alle Kinder liegen, die operativ irgendwas haben oder ein chirurgisches Problem eben. Meine Aufgabe als Assistenzarzt hier ist es, die Station zu betreuen, die ganze Stationsarbeit zu machen, die Notaufnahme zu betreuen und aber auch das Operative, also das Arbeiten im OP selbst. Der Vorteil von der Kinderchirurgie ist, dass man doch sehr viel kurativ noch machen kann. Also die Kinder kommen krank und gehen gesund wieder heim, was in der Erwachsenenchirurgie ja oft nicht so der Fall ist. Das Arbeiten mit Kindern ist sehr anspruchsvoll. Man muss sich in die Kinder reinversetzen, man muss sich in die Eltern hineinversetzen, für die das natürlich immer auch eine Ausnahmesituation ist. Und es ist sehr, sehr erfüllend, man kriegt sehr, sehr viel zurück. Gerade Kinder, wenn sie die Angst verloren haben, wenn sie sich hier wohlfühlen, wenn sie lachen, das macht einem dann schon glücklich. Ich würde schon sagen, das kenne ich eigentlich aus vielen anderen Häusern nicht so, dass wir wirklich eine sehr, sehr gute Zusammenarbeit gerade mit der Pflege haben. Wir frühstücken jeden Tag gemeinsam und machen auch immer wieder Aktionen am Abend, dass wir mal gemeinsam essen gehen, einfach um das noch ein bisschen auszubauen, diesen Zusammenhalt. Gerade in der Notaufnahme ist es wichtig und im OP, dass man eine Schwester hat, die einen blind versteht, die weiß, was man gerade braucht, was sie einem in die Hand drücken muss, die auch die Kinder einfach mal beruhigen kann, sodass man in Ruhe untersuchen kann und sich selbst auf die Untersuchung konzentrieren kann. Und mit den ärztlichen Kollegen ist es auch ein sehr intensives Zusammenarbeiten. Gerade bei uns in der Chirurgie ist es so, dass wir sehr, sehr viel Wechsel vom Tagesablauf drin haben. Ich bin mal eine Stunde für die Notaufnahme zuständig, dann muss ich in OP, dann geht quasi die andere Kollegin, die gerade im OP war, in die Notaufnahme. Man muss auf Station was machen, sodass man sehr, sehr viel sich immer in kurzer Zeit austauschen muss und halt sehr fokussiert auf die Sache ist und irgendwie verbindet das, schweißt das zusammen. Und wenn dann mal noch jemand krank ist, ausfällt wegen Elternzeit oder so, schwanger wird, das müssen die anderen halt mehr oder weniger freiwillig auffangen. Deswegen sind wir immer wieder auf neue Kollegen eben auch angewiesen und freuen uns über jede Bewerbung. Ein Vorteil für Bewerber ist, dass wir eine sehr gute interdisziplinäre Zusammenarbeit haben. Gerade für die Kinderchirurgie auch eine Rotation möglich ist in die Sonographie, auf die Intensivstation, in die Unfallchirurgie, dass man Freiraum bekommt, selbst machen und gestalten zu dürfen, sich dann aber die Hilfe holen kann, wenn man sie braucht. Dann werden wir ja Uniklinik, was mit Sicherheit nochmal mehr Patienten dann auch bringt und nochmal interessante Krankheitsbilder, neues Aufgabengebiet. Dann natürlich auch die Forschung und die Lehre. Und gerade Lehre, ich war im Studium schon Tutor öfters, das könnte ich mir sehr gut vorstellen, weil ich da auf alle Fälle Spaß dran habe, anderen Leuten was zu zeigen oder was beizubringen.